Ein Auto fährt in eine Kurve und der Luftwiderstand nimmt quadratisch mit der Geschwindigkeit zu. Die Hafttreibungskraft sollte 60% der Gewichtskraft nicht überschreiten. Mit welcher Maximalgeschwindigkeit darf das Auto in die Kurve hineinfahren? Um diese Aufgabe zu lösen, muss man zuerst die Kräfte einzeichnen. Also machen wir das. Die eine Kraft ist ja gegeben, das ist der Luftwiderstand nach hinten. Und die andere Kraft in der Horizontalebene ist die Hafttreibungskraft. Etwas anderes gibt es ja hier nicht. Die Summe aus Hafttreibungskraft und Luftwiderstand gibt dann die resultierende Kraft. Und wenn die Geschwindigkeit sich nicht ändert im Betrag, dann wissen wir, dass die resultierende Kraft gegen die Kurvenmitte zeigt und wir wissen auch, wie groß sie sein muss. Also zeichnen wir zuerst die resultierende Kraft, um anzudeuten, dass die resultierende Kraft etwas völlig anderes ist als eine Einzelkraft, mache ich da einen anderen Pfeil. Und jetzt wissen wir, in welche Richtung die Hafttreibungskraft wirken muss. Die Hafttreibungskraft plus der Luftwiderstand müssen zusammen die resultierende Kraft geben. Deshalb muss die Hafttreibungskraft nach innen und nach vorne zeigen. Die Hafttreibungskraft hat also eine Radialkomponente und eine Tangentialkomponente. Wiederholen wir also, die Summe aller Kräfte ist gleich Masse mal Beschleunigung und die Beschleunigung bei Kreisbewegungen kann berechnet werden als Quadrat der Geschwindigkeit durch den Kreisradius. Zudem ist die resultierende Kraft ja die Vektorsumme aus Luftwiderstand und Hafttreibungskraft. Die Hafttreibungskraft ist 60% der Gewichtskraft. Ich wiederhole hier einfach die Aufgabenstellung. Und nun können wir die Hafttreibungskraft mit Hilfe des Pythagoras berechnen. Die resultierende Kraft im Quadrat plus den Luftwiderstand im Quadrat, dann die Wurzel daraus gibt den Betrag der Hafttreibungskraft. Wenn man jetzt für die resultierende Kraft Masse mal Beschleunigung einsetzt, das dann quadriert, und für den Luftwiderstand diese Formel, wobei ich jetzt für diesen Wert hier einfach k schreibe, dann bekomme ich kv Quadrat und das Ganze noch im Quadrat für den Pythagoras. Und das darf ja nur 60% der Gewichtskraft sein, nach Voraussetzung. Damit ist das Problem gelöst. Wir können jetzt umformen nach der Geschwindigkeit und bekommen dann diese Formel und wir bekommen einen Wert von 57,3 Meter pro Sekunde. Wenn man den Luftwiderstand weglässt, dann muss die Hafttreibungskraft genau gegen das Zentrum der Kurve zeigen. Dann ist die Rechnung viel einfacher und der Wert selber ist dann ein paar Meter pro Sekunde kleiner. Also merken wir uns, vom Boden her kann nur eine Hafttreibungskraft wirken. Die Richtung der Hafttreibungskraft kann beliebig sein, aber der Betrag der Hafttreibungskraft darf nicht größer werden als ein bestimmter Wert. Also 60% ist ein bisschen konservativ geschätzt. Aber die Hafttreibungskraft, die dominiert dann das Autofahren. Und je nachdem, was das Auto macht, also zum Beispiel kann es ja schneller werden, das heißt die Geschwindigkeit im Betrag kann größer werden, kleiner werden, also man kann auch bremsen. Und je nach Manöver, das das Auto ausführt, muss dann die Hafttreibungskraft entsprechend so groß sein, dass die Summe aller Kräfte immer gleich Masse mal Beschleunigung ist.